So, Spielschein wurde gerade erstellt. Dann versuchen wir jetzt hier nochmal reinzukommen. Halt. Keinen Schritt weiter. General Magnus hat mir die Erlaubnis erteilt, mit den Magiern zu sprechen. Ach ja? Und das soll ich dir jetzt glauben? Ja. Muss ich erst den General hierher holen? Nee, lass nur. Ich glaube es dir auch so. Also von mir aus, geh rein. Hätten wir das ja auch ganz am Anfang schon sagen können, theoretisch. Bist du zu jedem hier so freundlich? Na, du bist ja nicht für die Sicherheit der Magier verantwortlich. Wenn irgendetwas schiefläuft oder fehlt, krieg ich einen auf den Sack. Und was für ein Hungerlohn. Ich sehe schon, du stehst total hinter der Sache. Komm mir ja nicht blöd. Klar, ich dachte, als Wächter würde ich reich und bekannt bisschen werden. Bisschen anteasern. Könnte mich nach meinen Heldentaten in der Taverne feiern lassen. Stattdessen stehe ich hier rum und ab und zu kommt irgendein Typ vorbei und will sich mit mir messen. Wie sieht's aus mit einer Runde Armdrücken? Das war klar. Hast du nichts anderes zu tun? Nö, eigentlich nicht. Hast du etwa Angst? Von wegen. Ich werde dir den Arm brechen. Aber wir drücken nur einmal. Und zwar um Gold. Und der Gewinner bekommt alles. Okay. Und ich sag dir gleich, ich bin immer nur bis mittags in der Taverne anzutreffen. Wenn du später gegen mich drücken willst, vergiss es. Dienst ist Dienst. Gut. Macht er sich jetzt auf den Weg dahin schon so? Er steht da erstmal so ein bisschen rum. Okay, dann werde ich gegen den nachher auch mal noch eine Runde drücken. Und jetzt können wir hier... Ich hasse diese sogenannte saubere Magie. Wo bleibt denn da der Spaß an der Sache? Bei den Magiern rein. Und hier Sachen mitgehen lassen. Löffel? Na gut, nehmen wir halt einen Löffel mit. Irgendwelche Pilze? Naja, können wir nicht mitnehmen. So, dann vielleicht erstmal hier durch die Kammern so ein bisschen. Krüge. Ein Krug. Löffel, silberne Karaffe. Nach da hinten geht es dann wohl weiter. Dann werde ich erst einmal schauen. Hier auf der Seite müsste ja auch was sein. Genau. Oh, was war denn da gerade in dem Buchregal? Bücherregal. Kann ich da irgendwie... Literatur. Alles. Ach so, kriege ich aber nichts von. Kann ich nichts lernen. Noch einmal schnell, bevor er sich umdreht, was mitgehen lassen. Jetzt sind wir bei Ilva. Körperbau, markante Gesichtszüge. Interessant. Tut mir leid, kein Interesse. Wie? Nein, so war das nicht gemeint. Ich darf mich vorstellen. Ilva. Schon so eine beruhigende Magierstimme. Und Feinmechaniker. Es liegt in der Natur der Sache, dass ich immer einen genauen Blick auf meine Umgebung werfe. Oh ja. Was macht ein Paranormalist? Ah, ein wissbegieriger Eleve. Sehr schön. Nun, als Paranormalist sind meine Forschungsgebiete andere. Für das menschliche Auge nicht sichtbare Welten. Durch die Kombination meiner Forschungsergebnisse mit meinen handwerklichen Fähigkeiten ist es mir gelungen, verschiedene Okulare herzustellen. Ein Blick durch eines meiner Okulare Sichtweise maximiert sich um 500%. Was genau können deine Okulare sichtbar machen? Laienhaft gesprochen, gewähren Sie, je nach eingesetztem Prisma, einen differenzierten Einblick in den Astralraum. Der Kniff an der Sache ist, Strahlsicht haben wir schon, den Wellenbereich einzufangen, der das gewünschte Ergebnis liefern soll. Laienhaft gesprochen. Ah ja. Durch den häufigen Disput mit meinen Brüdern hier fällt mir eine umgänglichere Redeweise manchmal schwer. Schon gut. Okay. Kannst du mir so ein Okular verkaufen? Okulare nicht, aber dafür die nötigen Prismen. Jedoch nur, wenn du dich unserem Bund angeschlossen hast. Okay. Sprich dazu mit General Magnus. Okay. Disput? Ich dachte, ihr Magier haltet zusammen. Wenn du wüsstest. Nimm zum Beispiel diesen alten Tattergreis Nergal. Hockt den ganzen Tag in seinem Keller und kümmert sich nur um seine Pflanzen. Dabei sind die Kristalle der Grund, warum wir überhaupt hier auf Taranis sind. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Fokus lernen. Die Welt der Toten und Geister ist dir näher als so oft, den Anschein hat. Steigert deine Astralsicht um 10. Ich weiß ja nicht, was mir die Astralsicht, also was mir das Steigern der Astralsicht bringt. Die Astralsicht an sich habe ich ja verstanden.
Wer steht da noch rum? Faruko. Okay, und mit ihm irgendwie so ein kleiner Gnom. Mal schauen, wie kommen wir sonst. Schwerer Golzer könnten wir irgendwann mal vielleicht noch mitnehmen. Aha, aha. Ein Neuankömmling hier auf Taranis. Grund für deinen Aufenthalt auf Taranis? Ich möchte Magier werden. Wie nobel. Und doch so einfältig. Magie und doch zu wirken ist nur wenigen vergönnt. Nur unsere Wächter nutzen einen alternativen Weg. Wenn du wie sie die Magie beherrschen willst, erfülle die Aufgaben, die dir General Magnus auferlegt. Kann ich dann ja mit aber so einem Okular, Oculus hätte ich Oculus Rift zum Okular und archivieren. Jede Information kann wichtig sein. Na, wenn du das sagst. Kannst du mir Sachen beibringen? Wenn du mir den nötigen Obolus überlässt, dann sollte das kein Problem sein. Wie viel Gold will er jetzt schon wieder haben? Ich dir natürlich keine Wir wollen immer mein Gold, das ich mir so hart erspiele hier. Solange du keiner von uns bist. Das steht hier jetzt so, was? Kann ich da einfach so draufklicken? Hast du keine Angst, dass jemand die Bücher hier stehlen könnte? Nein. Zwischen all den Trunkenbolden gibt es nur wenige, die des Lesens mächtig sind. Also wird ihr Interesse an unseren Pergamenten wohl eher nachrangig sein. Das Schlimmste, was uns Magiern passieren könnte, wäre der Verlust der Kristalle. Aber auch da haben wir die nötigen Vorkehrungen getroffen. Okay. Welche Vorkehrungen gegen Diebe habt ihr getroffen? Die einfachsten Mittel sind zugleich die effektivsten. Nimm mich zum Beispiel. Ich verstaue meine Wertsachen stets in meiner eigenen Truhe. Und weil natürlich jeder Dieb den Schlüssel bei mir suchen würde, habe ich ihn dem Gnom Zakir übereignet. Warum sagt er mir das, ey? Absolut sicheres System. Absolut sicher. Wozu braucht ihr die ganzen Informationen? In dieser Zeit muss es eine Institution geben, die das Wissen der Menschheit zusammenträgt. Verlieren wir das Wissen, verlieren wir auch die Chance auf eine Zukunft. Allein die Vorstellung, wie viel Wissen durch den Zwist mit der Inquisition verloren ging, erschüttert mich zutiefst. Kannst du mir etwas über die Schatten erzählen? Lass mich mal überlegen. Ihre Art wandelt nicht das erste Mal über diese Welt. Irgendwas treibt sie an. Nur was es ist, das kann ich nicht sagen. Sicher ist, dass wenn sie nicht gestoppt werden, die Existenz der Menschheit auf dem Spiel steht. Aber dank unseres Reaktors sind wir gewappnet. Okay. Wie wurden die Schatten damals besiegt? Dein Scharfsinn beeindruckt mich. Diese Frage ist in der Tat eine Überlegung wert. Ich schätze, intelligente nicht, Fragen stellen lässt schon immer den Eindruck erwecken, dass man Ahnung hat. Vielleicht findet man die Antwort bei den Dämonenjägern oder Eingeborenen. Aber von deren Hokuspokus würde ich mir keine adäquaten Antworten versprechen. Okay. Bring mir etwas. Hab ich auch nicht vor. Will ja bei euch lernen. Mal sehen, was du schon kannst. Sprüche erstellen. Binde die Magie deiner Sprüche in einfachen Gegenständen. Jeder dieser Gegenstände erhält eine Ladung des Zaubers. Ja, aber 2000... Was? Also ja, aber nicht für 2000 Gold, also... Na du? Okay. Oh, du nix, Zaubermann. Bisi sofort erkannt. Ja. Respekt. Gut kombiniert, Kleiner. Jipp. Ey. Bisitaki Bücher und bringen an richtigen Ort. Nix immer richtig sortiert. Aber mit Zeit, ich werde besser. Ohne Halpo von Gno, großes Chaos. Ja, da läuft einer rum, er hat ein Buch so in Handgelenk. Behandeln dich die Magier gut? Wenn Bisis Peda bei Halpo, Zaubermänner Smiller. Verstehe, wenn du fleißig bist, dann sind die Magier zufrieden mit dir. Jip, jip. Darum viel arbeiten, wenig Blabla. Meister Lumbrock immer sagen, Reden ist Silber und Ohrfeigen sind Gold. Es heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Homie, sicher? Ganz sicher. Sprachunterricht 20 Ruhm, okay. Da haben wir dann noch einen Gnom, mit dem wir nicht reden können, oder? Nee. Okay. So, dann können wir hier in dem Gebäude ja noch hochgehen, wobei ich glaube, das ist dann sein Teil hier. Ne, hier haben wir noch Erasmus. Was? Oh, ein neues Gesicht, nicht wahr? Gut erkannt, alter Mann. Wird mal nicht frech. Kannst du mir gleich zur Hand gehen, Soldat? Oder warte einen Moment. Was wollte ich sagen? Ich helfe gern. Helfen? Ja genau, das war's. Womit kann ich dir helfen, junger Mann?
Ich habe gehört, Kokosfett ist gut für das Gehirn. Du solltest es mal probieren, bevor noch was passiert. Da wird er schon wieder frech. Zieh dich erstmal ordentlich an, bevor du so mit mir redest. Wer ist der mächtigste von euch Magiern? Der ehrenwerte Magier Zacharias. Mhm. Okay. Okay, das wusste ich schon. Wie bekommt man eine Audienz bei Zacharias? Er ist in seine Forschung vertieft. Sein größtes Interesse gilt dabei dem Reaktor. Er braucht seine magische Energie für sein Forschungsprojekt. Solange der Reaktor nicht wieder läuft, fürchte ich, wird er niemanden empfangen. Okay. Verstehe. Du scheinst etwas... Ja, das ist wahr. Ich bin gerade kurz vor dem Durchbruch meines kleinen Experimentes. Aber mir fehlt noch eine ganz wichtige Sache. Da schweife ich immer gerne ab. Was wolltest du gleich? Wo ist dein Experiment? Das Experiment ist nirgendwo. Nur in meinem Kopf. Es ist nämlich... Na, was? Keine Ahnung. Ein Gedankenexperiment. Aha. Ja, ich versuche nämlich gerade, die Menge an Energie zu bestimmen, die unser Monolithennetzwerk für den Reaktor benötigt. Oh, du willst den Reaktor sehen? Das ist ja großartig. Es ist nämlich mein Spezialgebiet, musst du wissen. Ach was. Folge mir. Ich zeige dir unsere Errungenschaft. Okay. Oh, jetzt werden wir dahin teleportiert. Dieses Gebäude bildet mit dem auf der anderen Seite der Schlucht einen kreisförmigen Fokus. Wir nennen es Reaktor oder auch magischer Ring. Oh. Unterhalb der Brücke zwischen den beiden Gebäuden konzentrieren sich die magischen Energieströmungen. Wenn der Reaktor einmal läuft, stört es das Gleichgewicht der Elemente. Das mögen die Titanen überhaupt nicht. Und werden einen großen Bogen um Taranis machen, um dem Energiestrom zu entrinnen. Faszinierend, nicht wahr? Klingt nicht schlecht. Die Blitzmonolithen, die auf Taranis errichtet wurden, sammeln die magische Energie der Insel. Sie stehen in einer für den Energiefluss äußerst günstigen Konstellation. Alles, was wir noch tun müssen, ist, sie in die Kristalle unseres Reaktors umzuleiten. Ganz einfach. Verstehe. Beeindruckend. In der Tat. Wir. Bla 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 bla. Worauf wartet ihr dann noch? Die Monolithensteine sind noch nicht an ihrem Bestimmungsort. Ich warte schon seit einigen Tagen auf die Nachricht, dass die Steine an ihren Bestimmungsort gebracht werden. Da hat mich Dingens Magnus ja schon in die Minen geschickt. Müssen die Blitzmonolithen eingesetzt werden? Oh, du hast aufgepasst. Ja, das ist richtig. Wie? Drei Steine für drei Blitzmonolithen. Okay. Zwei von ihnen haben wir hier auf der Insel. Einen hat unser alter Bekannter Di Fuego von uns erhalten. Di Fuegos Monolithenstein. Einen Gnom namens Kasim. Das kleine Kerlchen müsste allerdings schon längst wieder da sein. Ein Kadett namens Horas ist in unserem Namen nach Takarigua aufgebrochen. Das ist schon einige Tage her. Ich hoffe, dass er bald wieder zurück ist. Mhm. Ich denke, ich kann dir... Tatsächlich? Und wie? Lass... Na schön. Aber das Problem ist, selbst wenn wir alle Steine haben... Was wäre dann? Die Monolithen sind sehr weit draußen und von wilden Tieren belagert. Rüste dich gut, wenn... Alter, und er ist ein scheiß Magier, der mal eben Feuerbälle casten kann und so einen Kack. Warum nicht? Sie arbeiten doch mit uns zusammen. Nochmal langsam. Du hast einem Gnom ein paar funkelnde Steine in die Hand gedrückt? Ja? Und jetzt erwartest du, dass er sie freiwillig wieder irgendwo abliefert? Ja, aber... Mann, ich glaube, das überlässt du doch besser jemand anderem. Hab ich mit Kasim gesprochen? Ich weiß es gerade gar nicht. Nun, wie soll ich sagen? Ich nenne es mal Geschäfts... War das der da unten am Strand einer der? Die sind doch anders. Was ist Nun, in das... Bitte mal. Ich... Er läuft hier im Lager herum. Ah. Wirklich? Ich kann diese kleinen Kerle aber auch nicht auseinanderhalten. Aber Moment mal, wie? Er sollte doch die Steine in die... K-
Kasim... dieser kleine, miese Lügner. Ach, was soll ich mich aufregen? Es ist eben nur ein Gnom. Und weil er ein Gnom ist, hat er seine Schätze irgendwo versteckt. Alles, was man tun müsste, ist, ihm zu erzählen, dass jemand seinen Schatz gefunden hat. Dann wirst du sehen, wie schnell er losläuft, um nachzuschauen, ob das auch stimmt. Er wird doch nicht einfach so zu seinem Schatz laufen. Da könnte ich ihm ja einfach folgen. Wenn du ihm folgst, darfst du dich halt nicht erwischen lassen. Ganz einfach. Okay. Wir werden sehen. Ein Wunder. Ich muss lustig, okay. Gut, ich glaube, wir können da im Moment noch nicht weiter rein. Das sieht sehr verschlossen aus. Genau, das müssen wir uns dann quasi irgendwie erst noch freispielen. Man konnte da auch schon sehen, da sind auch einige Kristalle schon angesammelt von den Magiern. Und jetzt sind wir wieder hier oben mit Bänken. Konnten wir hier noch irgendwo was mitnehmen, weil wir uns ja eben so quasi dahin geportet, in Anführungsstrichen. Warte mal, ging es da runter in den Keller? Oh ja. Ach, unten ist ja wahrscheinlich noch der Typ mit den Pflanzen, ne? Genau, hier haben wir noch Nergel. Luftrolle da, kann ich nicht mitnehmen. Okay, aber wir können mal hier quicksaven. Die Sachen hier mitnehmen. Schubidubidu. Das ist wirklich dreist. Tut mir leid. Lass mal reden. Was riecht hier denn so gut? Wer? Wie? Matricaria Recutita. Was? Herrje, Camille, Kreta. Du bist... Etwas lauter, bitte. Ich höre etwas schlecht. etwas. Ob du der Alchemist bist. Aber selbstverständlich bin ich da. Ich meine... WTF! Also, du musst wissen, dass wir hier auf Taranis mehrere Klimazonen haben. Und? Und du hast mich nicht zu unterbrechen. Bedingt allein die... Oh Gott, bla bla bla. Mir ganz egal, ob ihm hier unten langweilig wird. Ah! Warum schickst du nicht jemanden, der dir das Kraut besorgt? Das darf ich doch wahrscheinlich jetzt gleich machen, oder? Wo wächst der Kack? Jetzt weiß ich, wo der Kack wächst und dann kann ich es besorgen. So. Besorg's ihm richtig, no homo. Okay, kann er mir was beibringen? Tränke brauen Alchemie, Ritualmeister. Verbessere deine Wirkung von Tränken nochmal. Okay, sag mir deinen Kram. So, er hat einen Kristallohrring. 200, der alles mögliche aus Alchemie verbessert. Astralsicht auch. Oh, Silberzunge minus 10, das ist schlecht. Hier haben wir einen Kristallsplitter. Also was lege ich den denn an? Weil der ist ja ziemlich nice. Astralsicht und Schlösser knacken. Aber ich weiß ja nicht, ob ich den anlegen muss oder ob ich den essen kann, den Splitter oder was. Das sind alle möglichen Sachen. Rezept für Geistpaste, okay. Schattenelixier, haben wir ein paar Zauber, die man dann nur einmal wirken kann. Das bringt es ja auch irgendwie schon wieder nicht. Okay, gut. Gut, das war's dann, glaube ich, auch bei dem hier. Dann können wir jetzt nochmal gucken. Er sich wieder an die Arbeit macht, nochmal quicksaven. Leute wie dich sollte man alle aufknüpfen. Ja, ist schon okay. Guckt er noch? Das könnte ziemlich ungesund für dich werden. Wie oft spielen wir das Spielchen jetzt? Hier haben wir noch Hiwi. Hiwi, den Hiwi. Was machst du? Bronto Planta. Oh Gott. Bla, bla, bla. Sorry, aber jetzt gerade werde ich so langsam ein bisschen ungeduldig. Eigentlich finde ich es ja gut, dass das jedem Charakter so ein bisschen... Stört ihn das? Nee, ne? Dass jedem Charakter so ein bisschen Tiefe verliehen wird und sowas. Bin ich eigentlich ein großer Fan von, dass alles nicht so... Dass nicht alles so unglaublich oberflächlich ist. Oh, jetzt sind wir an seiner Truhe dran. Die ist nicht verschlossen. Kerzenhalter, Kristallbeutel und all so ein Zeug. Aber jetzt gerade verliere ich ein bisschen die Nerven. Was können wir denn hier ganz unten machen? Die Ratten kämpfen. Das ist schon mal gut. Weiß ich rum. Nehmen wir schon mal mit. Da könnten wir jetzt noch weiter runter. Da will ich jetzt aber eigentlich nicht einfach so runterspringen. Hoppala. Von daher merken wir uns auch das irgendwie und gehen erstmal wieder hoch. Dann haben wir bei dem ersten Magier, wo wir waren, noch Dingens. Dingensbummens. Mal gerade gucken, ob wir hier noch... Das könnte ziemlich ungesund für dich. Ja, schon okay. Jetzt gehen wir wieder an deinen Tisch hier und dann machen wir hier nochmal den da. Das ist wirklich dreist.
Und jetzt haben wir hier, glaube ich, alles eingesammelt. Dann können wir oben bei dem ersten Magier noch einmal da seinen großen Goldbeutel vielleicht mitnehmen. Seinen Goldsack. Das ist die falsche Richtung. Aber wir sind jetzt erst wieder im Erdgeschoss. Oben waren wir, glaube ich, auch noch nicht durch. Ne? Wir haben ja mit dem Erstbesten direkt gesprochen. Oh, hier ist auch gerade keiner. Sehr perfekt. 100 Gold nehmen wir natürlich. Taranis Band 3. Astrolaborium. Irgendwas. Nehmen wir alles mit. Können wir alles irgendwie gebrauchen. Da können wir nichts rausnehmen. Oben jetzt nochmal schauen. So, da sitzt noch der Nächste. Hier erst einmal irgendwie alles abklappern. Schwertmeister. Blablabla. Gibt uns gleich haufenweise neue Quests. Ich glaube, ich zähle mal zum nächsten Mal, wie viele angenommene Quests wir eigentlich haben. Nur just for the lulz so. Goldene Schale. Kann man bestimmt verkaufen vernünftig. Altes Wissen nehmen wir auch gerne mit. Tulle und Silberteller, sagt er. Nee, nee. Er hat immer noch das Buch um sein Handgelenk. Wer ist er? Nee, nee. Achso, haben wir schon mitgesprochen. Dann haben wir hier noch eine Schatzkarte, das ist sehr gut. Da können wir im Moment nichts anfangen am Laboratorium. Artefaktorium glaube ich auch nicht. Dann haben wir hier noch die Goldschmiede. Einen Löffel? Können wir Gold schmieden? Nein, können wir auch nicht. Siege. Doch. Haben noch ein weiteres Buch, ey. Wir plündern hier komplett alles platt. Okay, und hier mal so rumgelaufen. Verschlossene Truhe. Fehlt uns jetzt, glaube ich, immer noch der Dietrich, ne? Ohne den richtigen Schlüssel wird das genau, fehlt der richtige Schlüssel. Und den hat wahrscheinlich ja der Typ dann bei sich. Den kann man wahrscheinlich, wenn man im Spiel weiter ist, dann die Leute alle ausnocken und denen den Schlüssel klauen oder sowas. Nehme ich jetzt zumindest mal an, wäre so typisch Gothic. Ich muss da. Wobei das jetzt ja halt Risen ist, aber ist ja von den gleichen Machern. Piranha Bytes. Hier haben wir noch Lumbrock. Ich glaube, mit dem spreche ich dann aber nächstes Mal, weil wir hier drüber ja auch noch eine Etage haben. Und dann werden wir mal schauen, ob wir denn so langsam endlich mal vernünftig Zauber lernen können. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da bitte, einen Comment, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns morgen. Tschüss.